zweites Vorrundenspiel im VW-D-Jugendcup in Rosenheim gegen Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf. Deggendorfer haben ihr erstes Spiel gegen Rosenheim 2-4-0 gewonnen. Das ist also nicht zu unterschätzen. Allerdings, wir haben unser erstes Spiel auch gegen Bezirksoberliga-Kamerad SV Planegg mit 2-0 gewonnen. Das sind heute also auch nicht unbedingt schlecht drauf. Dann schauen wir mal, was es hier ergibt. Wir haben den riesen Torwart. Das sind vielleicht, soweit es möglich ist, flache Schüsse angesagt. Das war jetzt unglücklich. 1-0 für Deggendorf in der ersten Minute. Nach 1,5 Minuten sind 2-0 für Deggendorf. Deggendorf erhöht auf 2-0 in diesem Referenz in die 11. Und nach 2,5 Minuten schon 3-0. Das schaut inzwischen übel aus. Das heißt, gegen Rosenheim müssen wir dann den Torwart auf den zweiten Platz kommen. 3-0 und die Torschütze 17. Stefan. Top! Komm, weiter so, geht schon. Nur kurz Zeit. Thank you.
Sollten wir dann langsam mal einen Anschlusstreffer schießen, haben noch 6 Minuten zu spielen. Bis wo geht denn der Stützer? Ja, vielleicht ist das unser Aufwach-Loser-Spiel des Turniers. Wenn wir das dann den Tabellenführer machen, ist das auch was. Thank you.
Spielminute. Die einzige Niederlage war 1903 gegen Berlin.